Etwa jeder vierte Erwachsene trägt in Deutschland ein Tattoo. Tendenz steigend. Noch vor einigen Jahren aber waren Tattoos noch eine gesellschaftliche Randerscheinung. Das heißt, nur wenige Menschen trugen den besonderen Körperschmuck. Heute ist das anders. Die Geschichte des Tätowierens beginnt sehr früh. Wahrscheinlich schon vor 200.000 Jahren bei den Steinzeitmenschen. Verschiedene Fundstücke aus dieser Zeit beweisen den frühen Sinn für Körperschmuck. Im Grenzgebiet zwischen Peru und Chile wurden die ältesten echten Tattoos gefunden, an Mumien der südamerikanischen Chinchorro-Kultur.